Die Herausforderungen in Diablo 4. Ich habe gedacht, ich mache mal ein kleines kurzes Video, wo wir da mal ein bisschen drüber gehen. Und zwar findet ihr die Herausforderungen hier auf Y und dann haben wir hier die Herausforderungen wie in WoW und ähnliches. Halt so Dinge, die man machen kann. Also ich mache es gerne Thanks. anfangs nicht gezielt, weil Impressive. vieles erledigt sich einfach mit der Zeit. Aber wenn man viel gespielt hat, muss man einiges doch schon gezielt angehen. Und ich habe gedacht, wir gehen das aber mal grob durch. Ich gehe jetzt nicht einzeln auf jedes ein, aber nur mal so, falls euch das interessiert, so ein bisschen. Hier haben wir wieder die Zusammenfassung, wo die kürzlich abgeschlossenen alle stehen. Das ist hier noch teilweise so ein bisschen verbuggt. Hier stehen teilweise Sachen, die hatte ich noch gar nicht wirklich gemacht. Aber ja, hier sind immer so die kürzlich abgeschlossenen, dass wenn ihr irgendwie seht, oh, Erfolg abgeschlossen oder Herausforderung, was war das denn noch so, geht ihr einfach hier in das Fenster und dann seht ihr gleich hier die ersten oder die letzten, ganz oben die letzten, die ihr abgeschlossen habt. So, und dann fängt das an hier mit Klassen. Hier klappt das aus. So, da haben wir natürlich dann eine allgemeine Übersicht über alle Erfolge. Das können wir dann noch filtern auf abgeschlossen. Ihr seht hier 1.1.70. Laufende Anzeigen heißt wohl die, wo man schon etwas Fortschritt drin hat. Also wenn man jetzt sagt, oh, ich will jetzt mal ein paar Erfolge machen, kann man sagen, okay, zeig mir Laufende an, dann sehe ich, wo ich vielleicht nur noch hier und da ein bisschen brauche. Aber ihr seht, tötet innerhalb von 10 Sekunden 20 Gegner, tötet 30 Betäubte. Das erledigt sich eigentlich von selber. Also das braucht ihr nicht gezielt irgendwie eigentlich so, ich muss jetzt innerhalb von 10 Sekunden 20 Gegner kritisch treffen. Das erledigt sich später sowieso von alleine. Und ihr seht schon hier ganz viele Spielertitel als Belohnung. Ne, was ja wieder so Pay to Win. Es gibt hier ganz, ganz viele, fast ausschließlich immer nur Spielertitel. Finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, da ändert sich noch was anhand von, keine Ahnung, anderes Aussehen vom Pferd oder irgendwelche anderen kosmetischen Sachen, ne? Aber immer nur Spielertitel. Naja, gut. So, da haben wir nicht begonnen. Das sind dann die, die gar keinen Fortschritt haben. Ja, aber ich bin immer ein Freund von der allgemeinen Ansicht. Abgeschlossen. Wie gesagt, erreicht Stufe 50 als Barbar. Das sind alles Sachen. Tötet 20 Gegner mit euren Verzauberungen. Das sind alles Sachen, die erledigen sich von alleine. Meistens ist dann ganz unten immer das, wo man denn so die schwereren hat. Tötet innerhalb von 30 Sekunden 20 Gegner mit jedem Element. Okay, da müsste man sich darauf vorbereiten, in die Skillleiste unten jedes Element einmal reinziehen und dann jeden Skill einmal treffen, einmal raushauen. Töte 50 eingefrorene Gegner mit Feuerschaden. Ja, sind halt so Sachen, die kann man später gezielt angehen. Und ihr seht hier immer Spielertitel. Ja, das ist so bei den Klassen vertreten im Handwerk. Wertet alle Waffe oder wertet eine Waffe auf. Ja, hier habe ich auch schon ein bisschen was. Sammelt verschiedene Kräuter. Ja, das kommt von alleine. Oh, hier steht sogar, wie viel von welcher. Okay, auch wieder Spielertitel. Häuten. Wertet eine Waffe auf Stufe 5 auf. Nicht begonnen. Okay, gar nicht verfügbar anscheinend. Wertet 100 Gegenstände auf. Es sind halt Herausforderungen, dass im Laufe der Zeit erledigt sich das von alleine. Das meiste jedenfalls. Schließt einen Albtraum-Dungeon unter den Effekt eines. Ja, das ist dann vielleicht sowas, was man gezielt angehen kann. Ich wollte gerade sagen, wie lese ich das jetzt weiter? Aber hier da steht es, wenn man draufhält, einfach nur den Effekt eines beliebigen Räucherwerks ab. Ja, auch nicht so schwer jetzt. Fügt ein Gegenstand einen Sockel hinzu, auch nicht schwer. Ja, das sind so die Berufe-Sachen. Herausforderungen. Herausforderung. Das ist dann okay, Equip. Tötet innerhalb von 5 Sekunden 30 Monster, auch alles selbst erklären, sammelt 100.000 Oberlose auch. Erreicht mit jeder Klasse Stufe 100, hast du irgendwann auch. Also ich habe sowieso das Ziel, jede Klasse auf 100 bringen.
dass man so einen schönen Wechsel immer hat. Schließt innerhalb von 2 Minuten ein Dungeon ab. Das kommt später auch, wenn man richtig gutes Equip hat. Also das braucht man nicht gezielt angehen. Erkundung wird wahrscheinlich jedes Gebiet erkunden. Welt erkunde ganz, ja, aufdecken. Dungeons. Das sind auch nicht so viele. Schließt alle Albtraum-Dungeons der Ahnen ab. Höllenflut. Glut aufheben. 1000 Glut aufheben. Ja, siehst du, ist auch nicht so viel. Hardcore. Oh, das ist Thema für sich. So, weil Hardcore ist, stirbt man, auch wenn man dann schon ein bisschen viel gespielt hat und erfahren ist, kann es trotzdem immer mal sein, dass man sich überschätzt und dann zack, stirbt. Warum auch immer, irgendwie falsche Items gehabt oder nicht aufgepasst. Zack, tot, Charakter ist weg. Und man hat da vielleicht Tage, Wochen reingesteckt. Deswegen, ich denke, das wird der Reiter sein, der auch richtig schwer zu meistern sein wird. Erzielt 5 PvP-Tötungen in Hardcore-Modus. Puh. Also wenn ich, oder 10, wenn ich das jetzt so lese, ich weiß nicht, wenn man im PvP spielt und man stirbt, ist der Charakter dann auch weg? Das wäre Hardcore. Tötet Lilith im Hardcore-Modus. Ich weiß gar nicht, kann man Hardcore spielen, aber auf Abenteuerschwierigkeit? Das könnte man ja machen für die Erfolge hier, für die Herausforderung. Tötet einen Weltboss im Hardcore-Modus. Ey, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Und auch nur Spielertitel, ne? Ja. Ja, Hardcore ist, das wird eine Herausforderung werden. Auch ist ja nicht so, dass es einfach nur schwer ist. Es ist, bist du tot, Spielercharakter weg. Ja. Es ist, und wieder bei Null anfangen, muss man Bock drauf haben, ne? So, Monster wird wahrscheinlich sein, tötet hier da 1000 von, hier 1000, 5000, 10.000. Hier sehen wir es. Spielertitel. Das erledigt sich alles mit der Zeit von alleine. Zombies. Da muss man gar nicht viel gezielt machen. Das kommt mit der Zeit einfach. Einfach viel spielen oder regelmäßig spielen, wie auch immer. Das kommt mit der Zeit. So, mehr Spieler. Besiegt einen Weltboss in einer Gruppe. Okay, ich war in der Gruppe gestern, das war gut. Besiegt Lilith in einer Gruppe. Okay, das heißt einfach nur in der Gruppe ein bisschen spielen. Hier Zonenereignisse machen, Dungeons laufen, erzielt eine PvP-Tötung, erzielt 25 PvP-Tötungen. Okay, das ist ja viel in der Gruppe machen. Offene Welt, nehmt einen Altar von Lilith, okay, das ist, sind so wieder so, erhaltet 3 Tiergegenstände, tötet alle extrem seltenen Monster in der offenen Welt, hier steht sogar welche, da wird der eine oder andere, wird da auch, wird sich das von alleine erledigen, schließt ein Geflüster ab, was auch immer ein Geflüster ist, erhaltet Belohnungen vom flüsternden Baum, okay. Ja, auch wieder so Fleißsachen, ne? Entdeckung, ja, okay. Quest. Okay, mach alle Quest-Kampagne sowieso. Aber auch mach alle Nebenquest. Gibt noch nicht mal Belohnungen. Hier wieder Spielertitel. Okay, alle Quest habe ich sowieso vor zu machen. Heldentaten, ja, habe ich erledigt. Stufe 25 in der Beta. Und während des Frühzugangs, ja. Es gibt ja diesen Wolf, den man da auf dem Rücken irgendwie ausrüsten kann. Dieses Wolfsbaby. Und einen Titel und noch irgendwas. Ja, das waren so die Erfolge. Oh, was ist das hier? Missing Challenge Kategorie. Das waren so die Herausforderungen. Ich sage immer Erfolge. Ja, schwer wird sein. Hardcore, mehr Spieler. Gut, mehr Spieler kann man machen, wenn im Stream sich ein paar Leute finden.
dann kann man da viel zusammen erledigen. Aber Hardcore wird halt Hardcore. Also Hardcore macht man vielleicht auch mehr in der Gruppe, um da wirklich safe durchzugehen. Boah, das wird schwer. Ja, mal gucken. Das wird für mich persönlich auch eine Herausforderung werden. Ja, aber das mal nur so als Überblick. Wer vielleicht gar nicht selber spielen konnte jetzt oder irgendwo zuschauen konnte, hier habt ihr so einen kleinen Einblick über die Herausforderung gesehen. Und guckt gerne in die anderen Videos. Ich habe da noch ein paar andere Videos hochgeladen, wo ich so ein bisschen was zeige. Und ja, wir sehen uns in der offenen Beta und im richtigen Spiel und im Stream.